Notizen mit Listen ergänzen. Automatisch synchronisiert iCloud Notizen zwischen iPhone, iPad und Mac. Hat man auf seinem iPhone eine Liste erstellt, kann man diese Notiz auf dem Mac überarbeiten. Dabei stehen Formatierungen zur Verfügung, die das iOS nicht bieten kann. Auf dem Mac kann man etwa eine Liste mit Buttons oder Nummerierung versehen. Auch Farben stehen zur Verfügung. Nach der Synchronisierung erscheint diese Liste dann in veränderter Form wieder auf dem iPhone. We'll be right back.